Die alte Hakeburg kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ruine vor dem Abriss. Der Traum vom Wiederaufbau könnte durch die Familie Gastmeier nun erstmals in Erfüllung gehen. Allerdings ist das Grundstück noch in Gemeindebesitz. Vor allen Plänen und Gedankenspielen müsste es also per Erbaupacht an die Gastmeiers übertragen werden. Doch schon das erweist sich als schwierige Hürde. Wir können als Gemeindeverwaltung nach derzeitigem Stand sagen, wir werden dieses Grundstück in den nächsten 2, 3, 4 Jahrzehnten von uns aus nicht anfassen können. Das heißt, es wird immer dort so bleiben. Der Keller ist freigelegt. Man kann einmal im Monat den Keller besichtigen, aber wir würden es nicht bebauen. Wenn wir es im Erbbaurechtsvertrag weggeben würden, würden wir 66 oder 99 Jahre nur noch Eigentümer sein, aber nicht Berechtigter. Aber es würde jemand etwas aufbauen und man könnte sich für alle Vorbeifahrenden vorstellen, oder die würden das dann so aufbauen, wie die alte Hakeburg ausgesehen hat. Die Bürger würden sich also daran erfreuen, dass eine alte Hakeburg da steht, die man teilweise auch als Gemeinde nutzen kann und in den Obergeschossen von dem Eigentümer, der das Grundstück bebaut, genutzt wird. Es ist so zu verstehen, wollen wir überhaupt dieser Idee von Herrn Gastmeier näher treten und mit ihm reden? Wenn, dann würde das unter folgenden Bedingungen laufen, also städtebaulicher Vertrag. Das muss er alles bezahlen. Bebauungsplan bezahlt er auch. Also unter diesen Bedingungen machen wir das. Und wir haben den Daumen drauf auf die ästhetische Ausgestaltung, sage ich mal, im Groben. Ob wir uns das vorstellen können, das ist die Frage. Und ich kann es mir vorstellen. Und bei der ersten Vorstellung im Bauausschuss war eine riesen Übereinstimmung von allen Fraktionen, die sich geäußert haben. Ja, finden wir toll, soll man für werben, super Sache. Und jetzt verstehe ich auch nicht ganz so richtig, warum das jetzt auf einmal wieder ins Rutschen gerät. Sie wissen ja, ich bin immer offen für Sachen, für jemanden, der was investieren möchte und bauen möchte. Mir kamen aber so gewisse Zweifel, weil das ist ein so wichtiges, prominentes Stück für Kleinmachnow. Und es ist nicht nur das eine Gebäude, sondern es ist ein Gesamtensemble oder das ist der alte Dorfkern. Und selbst in dieser Besprechung, die wir damals, weiß nicht, irgendwann mal vormittags hatten, kam schon raus, dass wir alle ganz verschiedene Ansätze haben. Also man ist sich noch nicht mal einig, welches die historische Fassung ist, mit Schmuckgiebel, ohne Schmuckgiebel. Kann die Treppe, der Turm, soll der als Glas aufgebrochen werden für eine Treppe und drinnen. Also da waren so viele Dinge drin, wo ich gesagt habe, da werden alle enttäuscht sein, wenn wir das jetzt weggeben, ohne noch mal tiefer drüber nachzudenken. Wenn wir es sowieso grundsätzlich nicht wollen, dass dieses Denkmal, was da steht mit diesen Kellerresten der alten Hakeburg, überbaut wird, zur privaten Nutzung, wie auch immer, dann sollten wir an diesem Punkt Nein sagen. Weil sonst wird im weiteren Verfahren wird gesagt, naja, jetzt kommt ihr mit eurer Ablehnung. Dabei habe ich das und das investiert. Die Verwaltung hat ja schon einen Bebauungsplanänderungsantrag vorbereitet. Weitere werden folgen. Städtebauliche Verträge werden ausgearbeitet und so weiter. Es ist nämlich so, dass nicht die alte Hakeburg aufgebaut wird, sondern es wird anstelle der alten Hakeburg etwas, was die Anmutung haben könnte, was eine ganz andere Nutzungsform ist und so weiter und so fort, da vorgesehen wird. Und ich finde, das, was wir da jetzt haben, ist ein Denkmal. Es ist das älteste Denkmal sozusagen unserer Entwicklungsgeschichte dieses Ortes. Man kann anhand der noch da vorhandenen Reste die Geschichte dieses Ortes viel besser erklären, als wenn man auf irgendeinen Neubau verweist und sagt, an der Stelle stand mal und das sah so ähnlich aus. Und deswegen finde ich, sollten wir an dieser Stelle Nein sagen, zum Guten, weil umgekehrt, wenn wir jetzt nicht Nein sagen, dann wird uns ein Nein in Zukunft immer unmöglicher gemacht. Wir entscheiden nur, wir können ganz grundsätzlich uns vorstellen, es wegzugeben, wenn wir uns mit dem Investor über die ästhetischen Vorstellungen einigen. Ja oder nein?
Und ich wüsste nicht, was wir daran jetzt im Bauausschuss, wir hatten es schon zweimal im Bauausschuss und auch im Finanzausschuss, was wir da jetzt noch an Erkenntnisgewinn haben. Weil wenn Sie das jetzt mit der ästhetischen Frage vermengen, dann dauert es ganz lange. Und es ist, und dann besteht in Wahrheit das Problem, dass wir dann sehr lange rumdiskutiert haben, immer mehr Pläne und am Ende sagen wir doch nein, weil wir sagen, ganz grundsätzlich wollen wir es nicht weggeben. Also verkauft wird es ja nicht, aber Erbbaurecht, das heißt, auf Zeit wird es weggegeben. Es ist diese grundsätzliche Frage, da hat der Bürgermeister schon recht, die wir jetzt uns fragen, können wir uns das vorstellen? Nicht, machen wir das ja oder nein und dann sind wir gefangen. Das stimmt nicht, was Herr Templin gesagt hat. Dann kann der Gastmeier rumjammern, ja, ich habe aber jetzt Geld investiert. Da müssen wir aber nicht drauf eingehen. Doch eine Mehrheit plädiert am Ende für den erneuten Umweg über die Ausschüsse und damit auch für eine weitere Vertagung der Entscheidung. Schon jetzt scheint klar, Anhänger des alten Burgenlooks dürften bei den Wiederaufbauplänen der Gastmeiers eher nicht auf ihre Kosten kommen. Allein die äußere Form des Neubaus soll an die alte Hageburg erinnern. Auch das Ruinendenkmal würde wohl verschwinden. Offenbar auch deswegen machen sich unter den Gemeindevertretern immer mehr Zweifel breit.